Herzlich willkommen, Leute, hier auf Twitch mit Megamogoblin. Wir spielen heute ein bisschen Dunderer, Trials of Fear. Weiß nicht, ob das Game bekannt ist. Ah, ich merke gerade, es ist immer noch zu laut. Das Game ist zu laut. So, ein bisschen runterdrehen. So, ich glaube, jetzt sollte besser sein. Nochmal nach. Ja, so ist besser. So. Ja, um was geht's? Wir sind in einer Art Traumwelt sind wir. Ich hatte es nur mal angefangen, um zu gucken, ob es auch funktioniert. Ja, das war falsch. Genau, mach das mal weg. So. Fangen wir neu an. Im Salz herrschte einst ein wunderbarer Frieden. Schöpfung und Absicht verschmolzen zu Wissenszugewinn und Wachstum, doch wie ein Geschwür wucherte auch eine goldene Idee. Das Gleichgewicht zerbrach und die Unterdrückung kam. Als alles verloren schien, erwachte aus der Wiege der Schöpfung eine neue Hoffnung. So. Also wir können uns nur auf diesen Plattformen hier bewegen. Das geht allerdings sehr flott, wenn man das mit der Steuerung mal raus hat. Wir können schießen. Und wir können nicht laufen. Wir können uns nur springend fortbewegen und auch nur auf die Stellen, wo Salz liegt. Das ist so die Besonderheit von dem Game. Es ist tatsächlich ein Metroidvania. Auch wenn das im ersten Moment nicht so wirken mag, aber wir werden das dann noch sehen. Das ist eine sehr schöne Idee und ist auch sehr schwer, das Game. Also es hat mich am Anfang auch mal gebeutelt gehabt, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass das ein Game doch so einen hohen Schwierigkeitsgrad an für sich hat. Und wir können auch nicht unendlich weit springen. Also Dandara hat durchaus ein Maximum. Wir sehen das hier schon. Weiter als so springen geht einfach nicht. Wir müssen manchmal auch sehr, sehr schnell reagieren. Und das Game ist nicht ganz ohne Gegner. Und es ist, also ich muss sagen, gerade die Musik ist verdammt schön gemacht. Wir kriegen, ups, okay, jetzt war ich ein bisschen schnell. Wir dürfen nur drei Treffer abkriegen. Jetzt gerade ist noch Tutorial. Da wird uns erstmal beigebracht, dass wir zielen müssen. Wer hätte es gedacht? Aber es ist ein sehr stimmiges Spiel und ist gut gemacht, muss man wirklich sagen. Die Idee ist auch sehr gut. Ja, manchmal muss man zwei Teile gleichzeitig treffen. Ah, jetzt bin ich zu weit weg. Weil der Schuss muss kurz aufladen. Man kann nicht einfach direkt schießen, so. Das geht nicht. Man muss warten, bis er aufgeladen ist. Macht die Sache auch ein bisschen schwierig. Man muss ein bisschen vorausdenken, was man macht. Kann ich nur empfehlen, also wenn jemand auf so auf das Metroidvania-Genre abfährt, ist das schon ein Game, was man mal spielen kann. Bin ja auch so ein Castlevania- und Metroid-Fan an für sich. Weil ich sagen muss, mir gefallen die klassischen Teile besser. Nicht unbedingt aus dem Grund, früher war viel cooler oder so, sondern man muss nur sagen, so früher wurde ein bisschen mehr Augenmerk auf andere Sachen gelegt, was heute so ein bisschen unter den Tisch fällt. So. Also man sieht, man kann sich sehr, sehr flott bewegen. Nur wenn dann die Gegner noch auftauchen und so, dann fängt es an, ein bisschen haariger zu werden. Da muss man ein bisschen genau überlegen, wo man hinspringt.
Dandara ist übrigens weiblich, habe ich gelesen. Nicht, dass das irgendeine Rolle spielt, aber... Hi, Phoenix. Na, alles gut bei dir. So. Jetzt sieht man auch schon, jetzt kommen schon die ersten Hindernisse, bei denen man mal ein bisschen aufpassen muss, wo es dann schon auf Timing ankommt. Das Game heißt Dandara Trials of Fear, heißt das. Sehr gutes Ding. War irgendwann mal kostenlos bei Epic. Also im Moment, die meisten Games, die ihr im Moment seht, die sind alle mal vom Epic Store kostenlos gewesen. Ich dachte mir nur, dass man da mal ein bisschen in der Bibliothek ein bisschen was zeigen kann. Das Game ist jetzt kein, sage ich mal, vollwertiges Horror-Genre. Das ist nicht so Hardcore-Horror. Das, was da Horror ist, das kann man verschmerzen, will ich mal sagen. Uff. Das war eben knapp mit der Zeit. Die Klinge kam schon sehr nah. Also wir können nicht laufen, wir können nur die Salz an die salzbedeckten Gegenden. Ja genau, das ist mehr so Richtung Mystery. Aber es ist, also man merkt das auch schon so ein bisschen, die Stimmung ist bei Dandara sehr beklemmend. Das hat so ein bisschen was von unendlicher Weltraum und so. Aber wir sind in einer Traumwelt irgendwie. Man sieht auch die Biome wechseln. Dandara, hörst du mich? Hast du immer noch so viele Fragen? Du warst schon immer so neugierig. Das Salz kommt und geht, durch das Gewebe des Vergessens, genau wie in diesem Wald. Ich weiß, dass deine Reise gerade in der Wiege der Schöpfung begonnen hat, aber bitte, suche nach mir, Dandara, solange noch Zeit ist. Okay, machen wir. Jetzt kommt auch so eine Mechanik. Wir können hier so ähnlich wie in Dark Souls können wir Dandara verbessern. Dazu müssen wir aber allerdings erstmal Salzkristalle sammeln. Und wir können auch, wir kriegen auch nochmal genauer erklärt, was die einzelnen Items so sind. Da sehen wir zum Beispiel das mit dem Salz, die Kristalle. Und wir werden auch aufgeladen wieder, natürlich an den Künstlerdorf. Was haben wir hier? Urtümliche Wälder. Ach, gehen wir erstmal zum Dorf. Gucken wir uns das erstmal an. Das ist auch so was, die Kamera dreht sich manchmal plötzlich. Ist aber nicht so, dass man da wirklich hier ein Problem kriegen würde dabei. So, jetzt können wir auch unsere ersten Gegner killen. Die sind auch erstmal gar nicht so schlimm. Es ist eher ein Problem, wenn man auf ihre Höhe, also auf die Ebene drauf springt, auf der sie selbst sind. Da fängt es an, anstrengend zu werden, weil dann greifen sie an. Diese Stachelwagen sind unbesiegbar. Ich zeig das mal, wie der angreift. Ich muss mich nur ready dafür machen. Weil die stürmen dann auf einen zu. Und man hat dann nur die Option, entweder killt man schnell weg oder man springt schnell auf eine andere Oberfläche. Oberflächen sollte man sowieso genauer beobachten. Die hier, da kann man zum Beispiel nicht sehr lange drauf stehen bleiben. Die lösen so Elektrizität aus. Truhen gibt es auch mit Items. Bisher habe ich aber, glaube ich, noch keine gesehen gehabt, die irgendwas ein tolles irgendwie Plus geben. So, jetzt haben wir die Karte. Die sieht so aus in dem Game. Da sehen wir auch mal, wo wir jetzt lang gegangen sind. Wo wir genau waren. Ist eigentlich sehr schön gemacht, weil man den Raum sehr detailliert sieht. Nicht so kryptisch wie in manchen Games. Okay, das. Auf dem Boden liegt ein kleines Gemälde. Ohne Licht ist nur schwer zu erkennen, was es zeigt. Okay, hier kommen wir noch nicht lang.
Ja, und wenn ich also in Zukunft, also wenn ich ein PC-Spiel spiele, bei dem ich den Controller benutze, dann zeige ich euch den unten auch immer, damit man die Inputs sehen kann. Weil manchmal ist es dann doch interessant, die Inputs zu sehen. Ah, shit, die schießen. Da wird es schon nerviger, weil die zielen verdammt gut. Das braucht man nicht zu denken. Die zielen im Endeffekt immer schon vor und solche Sachen. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein. So, was bekommen wir hier? Essenz des Salzes. Verwende sie nahe deinem Herzen, um deine Stärke zurückzugewinnen. Ja, das sind Pots. Das sind so wie die Flaschen in Dark Souls, dieses ähnlich. Ach, okay, da ist gar nichts. Klasse. Dann können wir auch hier lang springen. Dachte eben, da wäre vielleicht noch irgendein Weg oder so. Wenn man getroffen wird, dann wird Dandara erstmal wieder in die Schwebe versetzt. Da hält sie sich erstmal nirgendwo fest. Da muss man dann erst den Boden berühren wieder. Man sieht ja auch schon, was das Problem ist. Dadurch, dass ich nicht einfach irgendwie weglaufen kann oder irgendwo hinspringen kann, außer auf dem Boden, muss ich immer so ausweichen. Da ist eine Reihe von schönen Gemälden, alle mit Menschen. Die Proportionen ihrer Körper stimmen nicht, aber in ihren Augen spiegelt sich noch die Verzweiflung. Gut, gehen wir mal weiter. Also ich fand dieses Spiel, ich habe das kurz angespielt und dachte mir, das wäre was für ein Stream. Das ist nicht so langweilig und es ist auch sehr skillig. Das hatten wir schon. Da liegen Bilder und wir können bloß nicht sehen, was drauf ist. Ja, da auch. Auf dem Boden liegt ein kleines Gemälde. Ohne Licht ist nur schwer zu erkennen, was es zeigt. So, was bist du denn? Tasila. Ach, schön, so schön. Du musst Dandara sein. Hast du die schreckliche Armee Eldars draußen gesehen? Das ist wirklich kein warmer Willkommensgruß. Verzeih, dass du die Schöpfungsseite so sehen musstest. Wir haben uns in unseren Häusern versteckt und darauf gewartet, dass das Schlimmste vorübergeht, bis. Wir haben alle gespürt, dass du kommst, aber ich brauchte Gewissheit. Ich musste dich sehen. Jetzt bist du hier. Also wirst du uns helfen? Ich habe da eine Idee. Ich werde meine Bilder durch Pinsel und Farbe mit Licht erfüllen. Okay. Ach so, da sieht man es auch schon, das sind Schalter. Ich will die Kisten. Sehr schön. Ja, das ist cool gemacht mit den Bildern. Da tropft irgendwie Farbe von den Decken. Ja, gut, bei dem Spiel ist ja oben und unten, ist eine sehr relative Sache. Ist immer so im Auge des Betrachters. Der wollte auf mich zustürmen. Ja, erstmal ein bisschen Gegner killen. Oh, das ist ziemlich fies, weil man da nicht oben bleiben kann wegen dem Ding hier. Und die kann man nicht kaputt machen, die sind unbesiegbar. Halt schon interessant, die Gegner können sich frei bewegen, bloß ich nicht. Okay, hier sind Ausrufezeichen, da gehen wir erstmal rein. Okay, das ist eine Kuh, eine bunte. Geht das kaputt? Nee. Okay, gut, da brauchen wir wohl erstmal irgendwas, um da weiterzukommen. Okay, interessant. Ist auch immer ein bisschen schwierig, weil wir ja im Voraus nicht unbedingt sehen, wo wir hinspringen. So.
Ah, oh, fast. Okay, für ein Upgrade reicht es noch nicht ganz. Okay, hier kann man noch so einen Trank. Ach, erhöht die Wirkung. Okay, werden wohl stärker dann. Okay, gut zu wissen. Augustus kommt meiner Türschwelle immer näher. Ich möchte das Dorf retten, doch er will mich nicht vernichten. Er will mich vernichten. Ich sehe dich nicht, doch ich spüre das Salz. Du verursachst Wellen im Raum. Erinnerst du dich an die Straßen vor dir? Wo Kinder spielen, Maler malen und Sänger singen können? Immer in freudiger Harmonie mit dem Salz. Die Armee Elders kümmert diese Dinge nicht, doch sie kümmern uns und du bist in meiner Nähe. Finde mich, bevor Augustus es tut, damit das Salz erhalten bleiben kann. Mehr kann ich nicht sagen. Genau. Erstmal die Truhe. Ah, da war Salz drin. Die Tür sieht irgendwie merkwürdig aus. Okay. Okay, hier fehlt noch irgendwas. Und da ist irgendwas, was ganz schöne Erdbeben verursacht. Oh, okay. Die habe ich auch noch nicht gesehen, diese Kugeln. Die fallen mir aber gar nicht so gut. Boah, dass die einfach urplötzlich auftauchen können, das kann ziemlich gefährlich sein. Man sieht auch schon, alles ist so schwerelos, selbst die Kisten. Nee, nee, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Okay, die Dinger kippen. Dann könnte es auch sein, dass die sich umdrehen oder so. Man muss wirklich gut aufpassen. Die zielen wirklich gut, die Jungs. Okay, was ist hier? Das war Glück, dass er gegen die Ecke geknallt ist. Uff. Ach, manchmal muss man echt blitzschnell reagieren, ey. Dass diese Augen da einfach auftauchen, das hat schon was. Ein Teleskop. Okay. Okay, was ist das? Erstmal ein bisschen Salz. Auf dem Boden steht eine kleine Spieluhr, die so gut wie verstummt ist. Ein leichtes Summen dringt dir zaghaft ans Ohr. Okay. Uff, jetzt bin ich voll in den Rhein gesprungen. Das war so eigentlich nicht gedacht. Hab ich eben nicht aufgepasst. Hier sieht man ja, dass zwei kommen. Bisschen den Hintergrund beobachten. Okay, dass sich die Dinger drehen, das hat's in sich. Ist gar nicht so einfach. Uff, was ist denn hier los?
Okay, hier sind ätzend viele Gegner. Und ich komme nicht bis da hinten hin. Oh. Ah, shit. Okay, das ist schwer. Uff. Boah, sind hier viele. Sollen das hier werden? Boah, Mann, das war auch wieder viel zu knapp eben. Und ich treffe die Jungs einfach nicht. Die sind so weit weg, dass man ganz genau an dem Rad davor muss man dran. Oh, okay, die Seite habe ich jetzt erstmal gelöscht bekommen. Okay, das hat's in sich. Das ist wirklich schwer. Manchmal ist auch das Timing dann schlecht. Uff. Ah, shit, eben hätte ich schon früher springen müssen. Das ist schwer. Ja, so ungefähr, ja. Ganz langsam von unten aufräumen. Das sind ja echt viele und die sind wirklich schwer zu hitten. Ach shit, eben bin ich zu viel hin und her gekaspert. Okay, das der Raum hier. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, die alle zu killen. Ich werde es auch nicht schaffen. Am besten ist, ich versuche nochmal, hier oben ist ein Ausgang. Ich glaube, wir versuchen erstmal zum Lagerfeuer zurückzukommen. Ich habe einiges an Salz gesammelt, bevor man stirbt und man verliert das oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier so ähnlich funktioniert wie in Blasphemous oder in Dark Souls, dass man dann seinen Geist verliert. In dem Raum wäre das jetzt nicht so klasse, wenn man den da drinnen verliert. Es dürften auch gar nicht so viele Räume sein, die ich zurück muss. In dem Raum bin ich drin. Der wirkt gar nicht so groß. Hör auf, dreht euch um. Ach, okay, der Raum wird von unten nach oben gezeigt. Bin ich hierher gekommen? Ah, nee. Das ist falsch. Ach nee, das ist doch nicht falsch. Man muss sich immer ein bisschen, man muss praktisch überlegen, wie ist der Raum gerade gedreht. Weil der wird auf der Karte nicht unbedingt so angezeigt, wie man ihn jetzt hier sieht. Ach ja, das war das, okay. Genau, da oben rein, da irgendwo. Irgendwo da unten müsste, glaube ich. Ja, da ist es. Herzchen mehr. So. Und die Heilung ein bisschen stärker. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Ich meine, man ist ja recht flott unterwegs. Ach, die Gegner tauchen jetzt wieder auf. Okay. Bisschen vorsichtig sein. Das
hast du so gedacht, dass ich da stehen bleibe und du mich umrennen kannst, oder was? So, rein da. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das Game geht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so eine Sache ist, die man schnell durchgespielt hat. Okay, wenn man sich sehr schnell bewegt, kann man da auch einfach durchhüpfen. So schnell sind die Jungs dann auch nicht. Ist da noch einer? Nee. Das ist bestimmt auch für Speedrunner recht interessant, das Game. Ich meine, ums Flottsein geht es ja nicht unbedingt, aber das kann man schon sehr flott spielen, wenn man das übt. Das war knapp. Jetzt sind halt auch alle Gegner wieder da. Okay, den konnten wir gut erwischen von da. Auch viel Konzentrationssache. Und die Schüsse. Ach, shit, warum ist denn sie eben. Ah, sie hätte echt noch da hochspringen können. Ah, war das eben mein Fail? Ich hätte besser auf den Pfeil achten sollen. Das ist eine schwere Konzentrationssache mit dem Timing. Es ist genau abzupassen, dass er nicht zu früh oder zu spät springt. Hatten ihn die Zielen auch ein bisschen vor, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Oh shit. Jetzt kille ich dich aber erst weg, bevor ich darüber springe. Hat der eine gerade geschossen? Der hat mir jetzt ein bisschen die Suppe versalzen. Und das hat gut geklappt. Gleich drei Stück weggehauen. Ah, shit. Nein! Ganz knapp verpasst. Gibt's doch nicht. Komm. So, Hit. Uff. Okay, die sind recht aggro, die Jungs hier oben. Boah. Weiß man gar nicht, auf welche Seite man zuerst sollte. Oh shit, den habe ich nur gestreift. Den habe ich getroffen. Man muss halt ausnutzen, dass man so schnell ist gegenüber den Jungs.
Boah, ich komme hier nicht weg. Oh. Zum Glück haben die gerade übles Kartoffel-Aim an den Tag gelegt. Jetzt hätten die mich wirklich erwischt. Der genauso. So, jetzt haben wir sie alle. Boah. Okay, also der Raum, der war jetzt gar nicht so ohne. Guck mal doch mal, was hier drin ist. Okay, eine Truhe. Mit Salz. Noch eine Truhe. Oh, noch eine Essenz des Salzes. Nice, jetzt habe ich zwei. Cool. Hat sich der Raum ja gelohnt. Zum Glück sind die jetzt alle down. Ich will mich nochmal bekämpfen. Boah. Also an den Rädern selbst, weil man nur diesen 180-Grad-Winkel... da lebt ja noch einer. Hab ich nicht gesehen. So. Kurz auf die Karte gucken. Der Raum hat tatsächlich noch einen Ausgang. Also einen anderen. Gucken wir uns den doch mal an. Ach, das ist der hier drüben. Auf dem Boden steht eine kleine Spieluhr, die so gut wie verstummt ist. Ein leichtes Summen dringt dir zaghaft ins Ohr. Okay. Ah nein. Hier runter. Gibt nichts schießen. Ist ja ausgeschossen. So. Die Augen, die sind recht heimtückisch, muss man ein bisschen drauf achten. Sehr schön. Hopp, 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 hin und her. Okay. Ein ewig langer Raum, in dem nichts zu sehen ist. Okay, jetzt bin ich eingesperrt. Das finde ich nicht gut. Okay, was bist du denn? Okay, auf jeden Fall etwas, was sehr nervig werden kann, wenn man es lässt. Okay, der schießt in einem bestimmten Intervall. Nur aufpassen, dass man nicht in dem Intervall dann oben ist oder in die Schüsse reinspringt. Also er ist jetzt nicht so schwer. Es sei denn, er rastet nicht noch aus oder sowas, aber bis jetzt geht's. Ist halt echt so eine Timing-Sache, ist das. Okay. Na gut, kleiner Zwischenboss. Ist hier oben. Okay. Erstmal hier rein. Und das wieder mit so einer Spieluhr, ja. Gut, da kommen wir nicht weiter. Wie sieht's hier aus?
Okay. Hier geht's aber auch nicht weiter. Da fehlt das Salz auf dem Boden. Ach, okay, da ist ja einer von denen. Thomas. Das Salz ist taub geworden für meine Musik. Ich habe das Gefühl, leise zu verklingen. Was? Halt! Du bist Anderer, oder? Wie bist du hier reingekommen? Hast du dieses lärmende Monster aus Eldars Armee draußen erledigt? Freiheit, das klingt gut. Hm. Ich frage mich, was jetzt zu tun ist. Dieses Lied, es ist aus den alten Zeiten des Salzes. Ich hoffe, wie das aussieht. Ah, okay, das sind halt immer so Schalter. Dann, um da weiterzukommen. Ah, okay. Ziemlich am Anfang war das. Genau, da oben kommen wir nicht durch. Okay, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen zurück. Also Backtracking gehört bei dem Game auch dazu. Ist ja wirklich, ist halt wirklich ein Metroidvania. War ich hier schon drin? Ja. Ist auch schlecht hier. Kommen wir gar nicht weiter. Muss doch unterhalb lang. Ja. Ah ne, der obere Weg führt zurück. Das hier führt uns nach unten. Ja, man muss immer ein bisschen das mit der Perspektive, mit den Karten, das manchmal verwirren. Oh, das war knapp. Mit dem komischen Stachelding habe ich gar nicht mehr gerechnet, dass das noch da ist. Zumindest, dass das an der Stelle ist. Jetzt mal kurz zum Zelt. Ups. Das hat ordentlich gekostet. Jetzt haben wir 5 Treffer, die wir abhalten. Ist schon okay. Unterhalb. Oh. Okay, das hatten wir gar nicht gesehen, dieses Türchen. Die Tür scheint von innen verschlossen zu sein. Jemand versteckt sich dort drin. Okay. Ah. Interessant, hier ist ja auch noch was. Hab ich vorhin übersehen. Okay, das ist die andere Seite. Ach, da kommt man dann da rein, okay. Gucken wir doch mal, was da hinten ist. Bin ich von hier reingekommen in das Level? Echt? Also in den Kartenabschnitt? Ja, tatsächlich. Okay. Da hinten. Ich weiß gar nicht, ob es da hinten lang geht. Mal nachgucken erst, ob es da auf der anderen Seite noch lang geht. Also praktisch da, wo der Knick... Ach ne, der Knick war die verschlossene Tür. Wir haben nur noch mal ganz links. Okay, mal gucken. Außenrum. Geht von hier nicht.
Ach genau, ja. Da ging es vorher noch nicht weiter, jetzt geht's da aber weiter. Okay, was ist das? Rose, traurig, okay. Eine Bücherei, geschmückt mit Büchern in allen Formen und Größen. Darunter befinden sich Bücher zur Farbtheorie und heruntergefallene Klaviernoten, die schon bessere Zeiten erlebt haben. Im Regal klaffen viele Lücken, als ob die Bücher absichtlich entfernt wurden. Okay. Okay, gut, aber hier waren wir auch schon. Da gucken wir mal ganz links oben, warum ich da nicht lang gehen konnte. Da war ich schon. Ah, okay, hier ist so eine Tür, weil die geht ja damit auf. Okay. Gucken wir doch mal, was hier ist. Oh, da ist ein Checkpoint. Oh, okay, diese Jungs sind neu. Mal kurz gucken, was hier in den Räumen ist. Okay, hier komme ich nicht weiter. Ach, da unten warten. Ich zu spät gesehen. Da unten ist eine Kommode, an der man irgendwas nachgucken kann. Im Regal liegt ein Zettel. Er riecht nach dem Parfüm einer alten Frau. Lazuli, ich musste länger suchen, aber bei Johnny bin ich in Sicherheit. Keine Sorge, Augustus wird mich nicht finden. Mein Restaurant ist wie ein Labyrinth für uneingeladene Gäste. Aber erst muss ich jemand in der Nachbarschaft besuchen. Wenn diese Mauern mich nur nicht so verunsichern würden. Manchmal geht meine Fantasie mit mir durch. Ich hoffe, der Spuk ist bald vorbei und ich kann wieder zu meinen Rezepten. Okay, war halt nur ein Brief. Ah, gut. Mama, das wird mich darüber begleiten, ja. Da sind überall Stacheln. Okay, da ist das nächste Ding. Oh, okay. Gerne mal einzeln die Dinge abklappern. Lust des Schreibens. Lass mal gucken, was in den einzelnen Räumen ist. Ah, okay, das ist nur ein Verbindungsraum. Na, erstmal hier. Vielleicht sind die Räume ja auch wieder miteinander verbunden. Geistesquerung. Okay. Okay, interessant. Da sind doch ziemlich viele Türchen und sehr verwinkelt das Ganze. Okay, hier komme ich nicht raus. Sind auch sehr, sehr viele Gegner, muss ich sagen. Erstmal hier. Dieses Auge hat mich schon eben ein bisschen erschreckt gehabt. Also das Auge war praktisch der Grund, warum ich mich so schnell von der Plattform runter bewegt habe. Weil ich dachte, es tut mir was. Oh, holy. Ja gut, passiert nichts, aber es ist trotzdem krass im ersten Moment. Ist es dann doch creepy, dass da so viele Augen kommen? Ja, okay, da ist nochmal so irgendwas. Oh, das ist kein Salz. Ich komme dann. Ah, so. Dolores, Verzagtheit. Ich dachte eben schon, da kommt man gar nicht dran. Okay.
Interessant. Ah, man kommt hier nur nach oben, aber nicht nach unten. Da muss man die Räume wieder zurückgehen. Oh, aha, okay, und von hier geht's überhaupt gar nicht. Das heißt, man muss von unten daran. Ja, das ist heftig. Ach shit, zu weit hoch und zu steil. Der Winkel war zu steil. Okay. Ist auch schon wieder so eine farbige Kuh. Ah, okay, gut. Von der Seite geht's auch nicht lang. Okay, man kann da nicht so steil, das heißt, es gibt nur den Weg. Das ist der Fahrstuhl nach unten, oder was? Illusionärer Weg. Die Kisten nehmen wir mit. Okay, eine Truhe. Ach, das war das, wo wir vorhin von der anderen Seite kamen. Nochmal rein in das Ganze. Man muss echt immer von dem untersten da rein. Okay. Ganz oben. Das müsste die, das ist die linke Seite. Und die Orientierung fällt nicht ganz so einfach. Vor allem, dass sich die Karte ja selbst auch nochmal dreht. Ich muss da hinten rein. Ach, von hier komme ich da gar nicht hin. Okay. Ich stelle mal zurück. Ja, das stimmt, ja. Ja, Spekulatius kann es mir auch nie früh genug geben. Esse ich auch sehr gerne. Okay, der schießt, alle schießen. Shit, den kann ich so nicht treffen. Manche Gegner, die sind recht böse positioniert, muss vorsichtig sein. Okay, interessant. Ja, genau hier wollte ich hin. Ich wollte mal da oben gucken, was da ist. Oh shit, das lädt sich viel zu schnell auf. Okay, mal anders machen. Weiß ich jetzt zumindest auch besser.
So, machen wir mal weiter. Okay. Ich werde rechts bevorzugen, in dem Fall. Die Seite hier. Okay, schon mal eine Truhe. Oh geil, noch eine Essenz des Salzes. Das ist sehr schön. Schon drei von diesen Heiltränken. Okay. Okay, da sind wir vorhin nicht hingekommen. Uff, viele Gegner. Schon wieder. Oh, okay. Jetzt fängt es an, interessant zu werden. Jetzt wollen sie mal kurz gucken, was man gelernt hat jetzt über die Level hinweg bis jetzt schon. Oh, shit, okay. Ich habe gefailed. Einen Hit gekriegt. Aber die Stelle war jetzt schon ziemlich böse. Hauen wir uns mal eins rein. Soll der Geiz. Warte, das übernehme ich. Okay. Dandara, nicht wahr? Wir sollten uns unterhalten. Ich bin ja schon da. Entschuldige das Durcheinander mit diesen Mauern. Ich wollte das Dorf schützen, aber das hat nicht geklappt. Ich gebe Regeln vor. Weißt du. Doch nicht so wie dieser Widerling Augustus. Meine sind verspielt und spaßig. Freiheit, ich will dir helfen. Bitte, lass mich eine neue Regel für dich erschaffen. Ja, genau, sein Name ist Johnny B. Johnny B. Good. Eine explosive Mischung aus Ingenieurskunst und Einfallsreichtum zerstört sogar Steinmauern. Okay. Diese Kräfte sind mächtig, doch es zehrt an deiner Energie, sie zu benutzen. Aber keine Sorge, du kannst dich an einem Lagerplatz ausruhen oder diese Truhe berühren, um sie zu regenerieren. Ah, okay, das hat oben hat das Energie. Linker Maustick X und rechter Thumb. Rechter Thumb, das müsste das hier sein. Nee, das? Nee. Okay, das ist die Rakete. Oh shit, falsch. X, wo ist ein X auf dem Dingskontroll? Ach, ich drücke auch gerade den falschen Knopf. Der rechte Thumb, das ist der hier, oder? Das ist der. Jetzt gute Frage, was das ist links? Damit kann man wohl wechseln. Was ist der hier gemeint? Ist nur die Frage, welchen Knopf ich dafür drücken muss. Hä? Linker Stick plus X, aber ich weiß nicht, wo auf. Ach, so wird's gemacht. Ah, okay. Gut. Verstanden. So funktioniert das. Gut, dann können wir jetzt da auch durch.
Ah, da ist ja schon das Zelt. Da unten ist das. Oh, okay. Ja, wir sollen da hinten rein, das dachte ich mir fast schon. Ich glaube, uns erwartet der erste Boss. Flagge gehisst, so. Was ist das? Erhöht Dandaras Energie. Oh, ich glaube, ich würde lieber die Ausdauer nehmen. Ja, da werden nur die Items gezeigt hier drin. Ja, okay. Mit dem Wegelchen da eben habe ich gar nicht gerechnet. Das war knapp. Nicht, das gefällt mir irgendwie nicht. Irgendwie habe ich schlechte Vibes. Oh. Ich glaube, meine schlechten Vibes hatten recht. Nur ist die Frage, was da kommt. Ups. Auf welcher Seite stehst du hierbei? Was willst du? Okay, den ersten Satz habe ich leider weggeklickt. Freiheit, nur Unsinn. Begreifst du das nicht? Wegen der nutzlosen Schöpfung ist das Salz hier vergiftet. Schwach. Zum Wohl des Salzes wird dieses Dorf ins Vergessen geschickt. Es soll ausgelöscht werden. Ich merke, dass Worte dich nicht überzeugen. Nach so langer Zeit kommt ein Neugeborenes aus der Wiege der Schöpfung, nur um zermalmt zu werden. Gehab dich wohl, Dandara. Okay. Ach, okay, ich verstehe zwar noch nicht, was das hier werden soll. Okay, das sieht aus wie Bison irgendwie aus Street Fighter. Oh, okay, gut, damit muss man erstmal klarkommen. Ah, okay, wenn er im Vordergrund kommt, kann man ihn treffen. Ja, ich dachte auch eben, der sieht aus wie Bison irgendwie. Ah, okay, die Hände kann man auch treffen. Die Mucke ist aber cool, muss ich sagen. Die gefällt mir. Die erinnert mich so ein bisschen an Secret of Mana. Oh shit. Boah, das war knapp. Spawnt er wahrscheinlich wieder Viecher, oder? Ja. Komm, der ist noch nicht down. Ah, cooler Bossfight. Cool gemacht mit dieser Mechanik. Gefällt mir. Schwierigkeitsgrad kann man übrigens nicht einstellen. Das hat man vielleicht vorher gesehen. Das ist bis so schwer, wie es halt ist. Aber ich finde es fair gemacht. Dafür, dass man sich so praktisch gegen jegliche Grenzen von normalen 2D-Games bewegt, ist das schon sehr gut gemacht.
Oh shit, immer schnell aufgepasst. Mega Doppelkill hier, ich erwisch dich schon. Hey, da hab ich ihn. Okay, nochmal Salz. Salz. Ist da hinten auch? Okay, es sind zwei Tore. Okay, das eine führt nur zurück. Ja. Ah, total. Das Ding hat auch so ein gedrücktes Gesicht gemacht. Ah, okay. Wer bist du denn? Lazuli. Dandara, du hast es geschafft. Wider Erwarten hast du Augustus besiegt. Früher herrschte im Salz ein wunderbarer Frieden. Oh, wie sehr ich um diese Tage trauere. Ich habe keine Kraft mehr zu kämpfen. Aber bitte, Dandara, das ist noch lange nicht vorbei. Hilf uns, wieder solche Tage zu erleben. Tief in meinem Herzen spüre ich, dass du aus diesem Grund hier bist. Nimm dies. Ja, was kriege ich denn Gutes? Aus wie eine Blume oder sowas. Stein der Schöpfung. Geschaffen in der alten Zeit der Salzerkundung, sein Träger kann weiterspringen, wenn eine Schöpfungsmaschine in der Nähe ist. Dieser Stein ist ein kostbares Artefakt und eines der letzten seiner Art. Er wird dir helfen, im Salz größere Entfernungen zurückzulegen. Bitte geh jetzt. Du musst deine Reise fortsetzen. Ich hoffe, du verstehst das. Ach. Yo. Das nenne ich mal einen Jump, den man da machen kann. Interessant. Auf jeden Fall cool. Kann ich da auch durchspringen? Nee. Das wäre jetzt witzig gewesen, wenn ich einfach durch die Steinwände durchspringen könnte. Shit, jetzt bin ich zu knapp darüber. Erstmal wieder zum Zelt. Alles voll machen. Was macht man davon? Ach ja, mal eins auf das Energie-Upgrade. Oh ja, zwei Leisten. Ich konnte ja vorher schon drei Raketen schießen. Jetzt doppelt so viel, das ist cool. Okay, hier waren wir auf jeden Fall komplett. Ah, okay, da oben geht's weiter. Das heißt rechts entlang. Also bisher kann ich, wie gesagt, über das Game kann ich nichts Schlechtes sagen. Das ist verdammt schön gemacht. Es ist schwer auf seine Art und Weise. Nicht zu übertrieben, aber auch nicht zu easy. Weil da bin ich auch immer ein bisschen dagegen, wenn es zu einfach wird. Deswegen gefallen mir auch aktuell die meisten Nintendo-Spiele, die im Moment gemacht werden, die gefallen mir überhaupt nicht, weil der Schwierigkeitsgrad einfach, ach, ich weiß auch nicht, was die sich da heute bei denken. Heute ist einfach jeder ein Gewinner. Mitmachen zählt. So. Ja, also richtig. Da war diese merkwürdige Maschine da. Ja, genau, und dann da hinten durch. Haupt.
vor. Okay. Zu was? Ach, okay, das gilt zwischen den zwei okay, interessant. Ja, Künstlerdorf, da waren wir. Kolossale Brücke. Traumland. Urtümliche Wälder. Gehen wir mal kurz in die Wälder. Uiuiui, das war ein großes Areal. Ja, okay, da guckt man nur von der anderen Seite hoch. Diese Vorrichtung aus alten Zeiten bleibt regungslos. Sie wurde aus Erz erschaffen, das in der Wüste abgebaut wurde. Okay. Okay, ein bisschen Salz. Das musste der Ausgang unten. Ui. Stacheln. Okay, ich glaube, solange sich das dreht, kommen wir nicht da vorne vorbei. Erstmal gucken. Da ist noch eine Truhe. Okay, was ist das? Pfeil der Freiheit. Dank neuer Zielstrebigkeit hat sich Dandaras Energieschub erhöht. Okay. Ah ja, jetzt kommen da 4 Schüsse raus. Okay. Bin ich dabei? Ist cool. Welche Viecher. Gut, dass mein Schuss gerade verstärkt wurde. Nun. Irgendwas trampelt da rum. Uff. Okay. Oh. Zum Glück haben die aber fairnesshalber gebremst, sonst hätte ich da wenig gegen machen können. Dieser Stein riecht nach einer giftigen, öligen Substanz. Okay. Giftig und ölig. Milton, Vergiftung. Also wenn man selbst stirbt, wird man auch so eine Seele. Ich denke mal, das sind die vorangegangenen Dandaras oder so. Ah, okay. Ich denke mal, das geht erst auf, wenn man da dieses Rad dazu bekommt, dass es sich bewegt. Gar nichts. Sehr verwinkelt, sehr verwinkelt. Ich finde halt auch immer noch witzig, wie relativ das mit dem oben und unten ist. Wenn man dann auf die Karte guckt. Warum kann man hier oben lang? Da irgendwo rein? Ich will die Truhe. Das triggert mich als Goblin ja schon, dass ich eine Truhe sehe, aber ich komme nicht dran. Okay, wozu kann man hier ran?
Okay, wir sind einmal durch und wieder raus. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal woanders lang. Gibt's oben noch einen Weg? Ja. Das ist bloß ein sehr weiter Weg jetzt. Wieder zurück. Frag mich, wie man die Truhe drankommt. Ah. Ja gut. Man hätte ja auch einfach mal mit der Rakete da reinschießen können. Das ist noch eine Essenz des Salzes. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier ein Stück, da kann man ein bisschen was mit anfangen. Da ist das Leben gesaved von Dandara. Da wird sie nicht in die Vergessenheit geraten. Weil irgendwie scheint das Schlimmste hier zu sein, vergessen zu werden. Das ist der Vergnügungswälder. Das sind die Bienen, die machen das nicht so vergnüglich. Oder diese Stachelfliegen, was auch immer das darstellen soll. Oder ist da oben? Da oben ist ein Tor, oder? Nee. Ach doch, da ist es. War richtig, ja. Das ist schon sehr verwirrend, dass sich dann die Karte dreht. Das kann schon einen total aus der Perspektive werfen. Ja, das bewegt sich halt keinen Meter, das Ding. So, da ist wieder das Rad. Kann man ja gar nicht dran gehen. Ja, es gibt auch keine Seite, von der aus man da dran kommt. Solange es so gedreht ist, wie es ist. Kolossale Brücke und hier Traumlande. Ich denke mal Traumlande. Ah, okay, da kommen wir noch nicht lang. Das dreht sich nicht um, das Ding, okay. Da müssen wir wohl erst irgendwas holen. Okay, kolossale Brücke. Oh, da ist ja jemand. Dandara, meine Liebe. Das ist... war die kolossale Brücke. Es ist schon lange her, dass etwas Gutes von ihrem anderen Ende kam. Wir haben den Stein der Schöpfung benutzt, um an einen Pfad für dich zu schaffen. Doch er führt nur in eine Richtung. Ehe du dich an die Überquerung machst, musst du mir gut zuhören. Bisher hast du in vertrauter Umgebung gekämpft. Nach der kolossalen Brücke wird deine Reise sehr viel schwerer, unnatürlicher und unvorhersehbarer. Die Armee Eldars wird in ihrem eigenen Revier sein. Aus jeder Ecke und jedem Winkel wird sie gekrochen kommen. Sie werden alles versuchen, was sie können. Denk an das Salz. Du darfst nicht nachgeben. Das darfst du nicht, Dandara. Nach der Überquerung brauchst du klare Ziele und einen reinen Geist. Finde und zerstöre ihren Anführer Eldar. Erst dann werden wir wieder den Frieden und die Liebe finden, die wir einst hatten. Ja, klasse. Das heißt jetzt, rübergehen oder nicht rübergehen? Da oben komme ich nämlich nirgends. Oh, da links. Ah, okay, ich habe noch einen Weg, wo ich lang kann, bevor ich darüber gehe. Weil wenn die einen so explizit vor dieser Brücke warnt, dann soll das heißen, guck dich lieber erstmal anständig um, weil wenn du jetzt darüber gehst, kommst du halt nicht mehr zurück. Gut, dann gehen wir erst nochmal das andere abgrasen, weil da konnten wir nur vorhin nicht lang, weil wir die Rakete noch nicht hatten, aber die haben wir ja jetzt. Und zwar hier oben lang.
Magie. Was ist das denn? Verwende sie, um deine Energie aufzuladen. Ach so, okay. Infusion des Salzes. Okay, und das sieht nicht so aus, als könnte man das kaputt machen, oder? Nee. Hätte mich jetzt auch stark gewundert. Okay, gut. Ich denke mal, hier auf der Seite gibt's hier gibt's wirklich nichts mehr. Da oben waren wir auch schon überall. Okay, die Gänge sind auf jeden Fall alle abgeschlossen. Der Boss ist gekillt. Hier ist der einzige Weg, wo es nicht weitergeht. Das ist hier. Oh, ich könnte mir vorstellen, dass das der Weg zurück ist dann. Dass man von hier unten hier wieder zurückkommt. Okay, aber es wird keinen anderen Weg geben. Wir müssen da rein. Schwupp. So. Müssen wir wohl doch über die Brücke. Es gibt keinen anderen Weg. Zumindest habe ich keinen gesehen. Hat sich das eben gedreht? Oh, tatsächlich, das Momentum. Interessant. Das kann ich leider nicht ausnutzen. Nur nach oben höchstens. Ach, es geht nicht weiter, okay. Ist also scripted, wie weit das geht. Ich würde, glaube ich, auch mal behaupten, das Spiel geht jetzt erst richtig los. Überall Augen. Das ist creepy. So, jetzt haben wir. Ach, jetzt haben wir alle vier Sachen, die man aufwerten kann. Okay. Ich muss ja sagen, die zwei Sachen sind eigentlich am wichtigsten. Gehen wir mal aufs Leben. Haben wir jetzt 7. Ist okay. Okay, gehen wir erstmal hier unten lang. Verderbnisverwandlung, okay. Ah, okay, der hat eben gezeigt, wie man sich auf dem Ding fortbewegt. Ah, die Blasen, die sind... Uff, okay, das nervt ganz schön. Die Blasen sind heftig. Okay, man sollte beides benutzen. Wären die Blasen nicht da, wäre es überhaupt kein Ding. So, wie langt's jetzt mit dir? Okay, da hinten. Ich dachte mir schon, dass da irgendwas sein muss. Das alte, abgenutzte Notizbuch ist voller wirrer Kritzeleien. Elders Gehilfen sind zu stark. Wie soll man es schaffen, die goldenen Mauern seiner Festung zu überwinden? Welchen Widerstand habe ich angezettelt? Alles, was wir tun, alles, was ich tue, scheint vergeblich zu sein. Gibt es denn einen Weg hinein? Wenn nötig, suche ich in den Werken des Schreibers, um mich zu erinnern, wie es war. Doch der Schreiber befindet sich in einem kargen Land und der Sand seiner längst vergangenen Früchte. Auf diesem Stein sind von Hand gravierte Zeichnungen zu sehen. Auf einer riesigen goldenen Mauer ist ein lachendes Paar in Eisenketten abgebildet. Auf dem Boden zwischen alten Gebäuden und einem Meer aus Sand hält sich eine bunt gemischte Gruppe an den Händen. Auch im Schatten der riesigen Mauer behaupten sie sich herausgefordert von den Winden der Wüste des Gedenkens. Okay. Ich muss auch sagen, dass wie das geschrieben ist, ist ziemlich gut gemacht.
Das ist recht poetisch geschrieben, der ganze Kram, finde ich gut. Was ist das denn? Yo, chill mal. Warum kannst du eigentlich durch die Wände schießen? Was ist das denn? Uff, okay. Boah, okay. Eieieiei, das ist ja übel. Boah. Oh, zu spät. Uff. Wollte mich gerade heilen. Okay, an der Stelle wird's heftig. Okay, das sieht ungut aus. Okay, Rand der Hauptstadt. Ja gut, holen wir erstmal unser. Man sieht das an dem blauen Stern. Das ist so wie bei Bloodborne und bei Dark Souls, dass man den Salz wieder, also das Salz wieder einsammeln kann. Shit, eben hätte ich ein bisschen schneller reagieren müssen. Dieser Dude, der ist schon arschnervtötend gewesen. So, nix wie beeilen. Diese Kanone, die hat's schon echt in sich, nervig zu sein. Ach, da sitzt jemand drin. Oh, die Blor und diese Blase da, die kam mir jetzt noch genau richtig, ey. Schwere Wunden. Oh, das war knapp. Ich glaube, ich war ziemlich besser. Diese Kanone ist ja nervtötend. Yo! Ey, Jungs, war euch alles okay? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier weg. Ich glaube, das ist noch zu heftig. Boah. Das ist ja echt krass, die Stelle hier. Hammerhart. Ich glaube, ich versuche lieber erstmal oben lang zu gehen. Das ist ja hart. Ja, nicht nur das, diese komische Sentry Gun, die ging mir auch ganz schön auf den Keks eben. Okay, wir versuchen lieber von links außen rum, sonst muss ich nochmal über den See drüber. Der ist auch nicht so ohne. Hier geht es ja echt nur. Hier ist das Schlüsselwort Bewegung. Bloß nicht stehen bleiben. Okay. Urtümliche Wälder. Das hat man ja. Okay, das hier geht halt noch nicht. Ah, oh, okay, das ist die andere Seite. Nur hier käme ich jetzt wenigstens raus. Interessanterweise. Ah, okay, nee, weiter. Wieso kommt man doch nicht? Okay. Okay, hier kommt man noch nicht weiter. Muss doch nochmal zurück. Weil die Stelle da vorne, die kommt mir zu heftig vor. Da kommt es mir so vor, als fehlte mir irgendwas, um das besser zu überstehen. Auf jeden Fall recht heftig, das Ganze. Mal hier oben. Was ist denn das für ein Ding da unten? Oder das hier? Oh shit. Man muss warten, bis das Gesicht offen ist. Okay. Oh, ich dachte eben schon, ich hätte die nicht getroffen, die Kugel, aber ich habe sie nur nicht voll getroffen. Okay, ich glaube, hier sieht es schon eher aus, als könnte man hier noch ein bisschen lang.
Boah, überall Augen. Was wollt ihr denn von mir, ihr Augen? Aber wirklich, ey. Die falsche Richtung. Da vorne ist noch ein Ausgang. Ich habe eben schon gedacht, ich hätte daneben geschossen. Aber wenn man die nicht voll trifft, dann brauchen die eben zwei Hits. Die können auch in der Kugel getroffen werden, aber dann fangen sie Damage ab. Okay, jetzt kommen die Viecher auch noch dazu. Jetzt fängt es an, interessant zu werden. Gedenken an morgen. Oder Gedanken an morgen stand da, glaube ich, nicht Gedenken. Zurückgewinnungsheim. Okay. Ach, da war so eine. So ein Gestrüppband. Ich dachte nämlich eben schon, warum greift er mich nicht an? Okay. Oh, hier war schon lange kein Gärtner mehr. Aufräumen hier, dass man hier durchkommt. So. Okay, da ist schon wieder dieses Fusselmaul da. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht. Okay. Aber du hast keinen Hunger, willst mich jetzt irgendwie fressen oder so? Ah, ne, ist nur eine Statue. In die andere Richtung dreht sich das aber gar nicht. Ne. Okay. Das dachte ich mir eben auch, dass die nicht kaputt gehen. Wow, okay. Die Gegner sollen wohl gerade frisch vorgestellt werden, dass es die jetzt auch gibt. Okay, das ist ein riesen Ring. Das ist bestimmt ein Teilchenbeschleuniger, das Teil. Ach, so funktioniert das. Ah, interessant. Okay. Korridor der bewussten Erinnerung, okay. Ah, okay, deswegen waren diese Energiebälle da. Sollten schon mal zeigen, wie diese Sandmonster sich bewegen.
Okay, das bringt einen nur zurück. Ausblick der Einsamkeit. Wüste des Gedenkens. Sieht auf jeden Fall mal alles sehr, sehr krass aus. Immer noch Energie. Okay, gehen wir erstmal ganz oben da. Wow, was war das denn? Ach shit. Ich wollte eigentlich eben über den springen und okay, genau so. Wollte nämlich gucken, ob die man die so kaputt machen kann. Ich bin ein bisschen ungünstig gesprungen. Was ist das? Ih, du bist eine hässliche Pflanze. Ja, die sah schon echt eklig aus. Mit so einem dicken Bauch irgendwie auch. Oh, was mache ich denn? Ah. Okay, das war eben doof. Ja, das mit der Steuerung, das kann manchmal ein bisschen verwirrend sein. Shit. Hätte er nicht eben noch einen Schritt gehen können? Außenposten der Armee Eldars, okay. Hirnwurz, genau. Okay, hier geht's nicht lang. Die Wüste des Gedenkens ist nicht mehr, was sie einst war. Es tut mir weh, dass du sie so sehen musst. Eldar beschädigt das Salz in diesem trostlosen Teil der Welt, wo man Andenken aufbewahrt und alter Zeiten gedenkt. Hier wohnt ein weiser Freund und Hüter von Zeit und Erinnerung. Nur sein Wissen kann mit seinem Kummer mithalten. Bekäme Eldar seinen Willen, würde dieses Wissen zerstört und im Vergessen verstreut werden. Okay, ja, das wollen wir mal nicht. Vergessen ist immer schlecht. Deswegen sind Bücher auch wichtig. Oh, shit. Das ist ja richtig ätzend. Oh, du dummer Sanddude, ey, dass du da... Ich hab mir gedacht, oh, springst du jetzt da vorne hin, der springt eh wieder geradeaus hoch. Nein, tut er nicht. Ah, shit. Boah, das hier ist schwer. Muss man wieder ein bisschen hinstellen. Kann ich da reinschießen? Ja. Weil du nervst, blöde Pflanze. Jo, wie viel Hits die brauchen, wenn man sie nicht direkt treffen kann. L für Lächeln und Löcher, okay. Ja,
Ein großes Buch mit hartem Einband sticht hervor. Ich brauche Belia, leuchtet auf dem Deckel, auf dem Rücken steht. Meine Verletzlichkeit ist an allem schuld. Mein Herz, Körper und Verstand waren nicht geschützt. Nie wieder. Ich werde nicht fühlen, nicht weinen, meine hübschen Tränen landen im Meer. Ich lächle, aber mein Herz ist aus Stein. Das Buch ist versiegelt, das lässt sich nicht öffnen. Okay. Boah, jetzt fängt es aber langsam an hier, dass das sehr, sehr viele Wege werden. So, und das eben. Ach, schon wieder so einer. Der springt ja nur hoch. Oh, da ist ja zu. Okay. Lass mal geradeaus weiter. Der Rahmen für ein Gemälde gedacht. Die Inschrift lautet: Ich liebe, was ich tue. Ich liebe, mit wem ich es tue. Okay. Shit, was mache ich denn? Manchmal habe ich ein Timing hier. Uff. Ich würde schon gern kaputt machen, aber das ist gar nicht so einfach. Oh nee, ich glaube, überlege ich mir lieber. Das ist eine sehr riskante Sache. Essenz oder was? Ja. Ich kann immer noch eine reinhauen. Wieder voll. Und da ist auch irgendwas. Ein einziges Buch mit zerrissenen Seiten liegt auf dem Boden. Auf der ersten Seite sticht eine Zeile hervor. Und dann sah ich ihn, wie er im Fenster saß. Solche kindische Anwandlung hat er sonst nicht. Okay. Jetzt muss ich, glaube ich, wieder zurück. Ja. Da waren wir, glaube ich, noch nicht drin. Nee. War noch eine Truhe. Salz. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn da was anderes drin gewesen wäre. Oi, 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 oi. Muss mein Gehirn erstmal drauf klarkommen, was sie hier wollen von mir. Ach, den Schuss kann man leider nicht unterbrechen, wenn man ihn schon angefangen hat aufzuladen. Okay. Das war jetzt mal nicht so einfach. Jetzt war ich euch alle tot. Schon mir euer Salz geht ins Vergessen. Ups, falsche Richtung.
Der Raum, der war schon heftig jetzt. Aber die Mechanik ist cool, sie verwirrt bloß sehr. Bis das eigene Gehirn dann erstmal zweidimensional praktisch damit klarkommt, dass es ständig den Seitenwechsel gibt. Das ist erstmal recht anstrengend, muss ich sagen. Ein Mädchen mit langen roten Haaren betrachtet das Ende der Welt. Okay. Und da ist irgendwie ein Herz ausgestellt. Hi, Trias, grüß dich. Na, alles gut bei dir. Ah, gut, da hinten ist Abkürzung zurück. Okay. Ah, okay. Das Ultimate oder einen anderen Teil? Okay, hier geht's erst da lang. Ja, also doch das Ultimate. Ja, okay. Oh, shit. Oh, das Vieh ist ja nervig, ey. Nach denen aus Kingdom Hearts, glaube ich, das ist der neue, oder? Das heißt Dandara Trials of Fear heißt das. Das ist ein Metroidvania, ist das, aber kein so klassisches. Bisschen komplizierter das Ganze. Happen da unten, Mensch, doch. Komm. Oder? Was ist da? Ach, da ganz links ist nochmal was. Ah, ich bin da unten. Ah, okay. Also wir können uns nur von den... Auf den weißen Oberflächen können wir uns nur bewegen. Wir können nicht laufen, wir können nur springen. Klar, das mit dem Springen ist gar nicht so einfach. Boah, okay. Ja, knapp. Boah. Das war auch knapp. Diese Oktopusse, die sind ganz schön heftig. Oh shit. Na gut, es hat geklappt, ihn zu killen. Und wir sind in einer Art Traumwelt, sind wir. Wir haben nur diesen Schuss und der muss sich auch immer erst aufladen, also irgendwie ganz schnell Button-Mashing bringt hier überhaupt nichts. Und irgendwie gibt's hier wohl einen Bösen, der heißt Eldar. Und der scheint diese Welt hier zerstören zu wollen und wir müssen ihn daran hindern. Oh geil, dann gibt's nochmal Energie. Infusion des Salzes. Ja genau, also das Weiße auf dem Boden ist auch Salz. Ja, das ist also recht cool. Hi Ita. Na, grüß dich. Alles gut bei dir? Uiuiui. Und das ist ein sehr, sehr skilliges Game, muss ich sagen. Es ist nicht einfach. Weil gerade dadurch, dass ich nur auf die weißen Stellen springen kann und kann nicht laufen, muss ich manchmal mit dem Timing extrem aufpassen, dass ich nicht in den Gegner reinspringe oder in seinen Schuss, sondern teilweise sehr gut vorausdenken. Und was auch gemein ist, man hat zwar die Karte hier,
Das ist auch alles wunderbar, nur das Problem ist, dass die Räume drehen sich öfters mal, wenn man so betritt. Und dann muss man im Gedanken auch die Karte drehen. Ah, das ist gut zu hören. Ja, im Moment ist auch so anfängliche Krippezeit. Auch dran denken. Ich habe bis jetzt alle meine Krippen überlebt. Ich lasse mich auch im Normalfall nicht gegen Grippe impfen. Das muss der Körper abkönnen. So, da hinten waren wir auch schon drin. Da müssen wir nochmal zurück. Blöden Oktopusse. Man muss halt immer ziemlich nah an irgendeine Decke, wo die dagegen springen. Dann kann man sie von unten killen. Die Kisten, da ist halt auch öfters mal Salz drin. Das ist so wie bei Dark Souls, die Seelen, die helfen uns beim Aufwerten. Ah, okay. Also die Steuerung mit Maus und Tastatur stand dabei, dass das überarbeitet worden ist, aber ich spiele es halt auch am Controller. Diese Vorrichtung aus alten Zeiten bleibt regungslos. Sie wurde aus Erz erschaffen, das in der Wüste abgebaut wurde. Okay, so ein Rad hatten wir schon mal gesehen. Kamen wir auch erstmal nicht weiter. Dann gucken wir mal. Ach, das ist noch so ein Rad. Klasse. Okay, das kriegen wir nicht bewegt. Hier geht's nicht weiter. Da oben ist noch ein Gang. Müsste der hier sein. Oh, okay, das... Ja, gut, das ist blödsinnig. Das kann ich verstehen dann, weil das ist dann zu schwierig. Okay, sehr, sehr merkwürdiger Raum. Da oben ist noch ein Raum, wo wir noch nicht drin waren. Aber an sich ist das sehr schön gemacht, das Spiel, muss ich sagen. Auch eben diese Mechanik, dass man nur springen kann. Ich meine, im ersten Moment ist es ein bisschen verwirrend und das ist schwierig. Aber es ist machbar. Ach, da kommen wir überall nicht durch. Okay. Da oben. Okay, ich müsste auch nochmal da unten rein. Da hinten ist eventuell ein Raum. Da ist halt ein Schalter. Ach nee. Da oben rein. Ja, das verstehe ich. Wenn die Steuerung, die muss hier schon fluppen. Weil man muss sich manchmal schon zu schnell bewegen. Da hat man nicht Zeit, dann noch auf die Steuerung zu warten. Ist da was passiert? Da sind sogar noch zwei. Okay, gehen wir mal da rein. Okay, ein weiter langer Gang. Ach, okay, hier geht's gar nicht weiter. Da ist irgendwas, diese Schädel, irgendwas kann man mit denen dann machen. Von hier komme ich noch nicht lang. Ach, shit, ich wollte da oben hin, nicht da rein. Ein bisschen zu schnell gedrückt. Ich glaube, wir müssen an den Anfang einmal zurück. Ja, es müsste von hier gehen.
Ups. Ja, also es ist hier den Überblick behalten, ist wirklich nicht so einfach. So. Ja, erstmal kurz da hinten gucken, wieso ging es da nicht lang? Da ist eine Tür. Ach, da ist auch noch mal eine Tür, da kommt man nicht durch. Okay. Ja gut, hier haben wir eine Abkürzung, muss man nicht außen rum gehen. Dafür ist der Schalter wahrscheinlich auch gedacht. Gehen wir erstmal in die anderen Türen rein, die am Eingang noch sind. Viele Sandgeister da, die sind echt nervig. So, jetzt sind wir. Ja. Okay. Also man kann sich unglaublich schnell bewegen, aber es ist halt nur da, wo die Gegner halt nicht mehr sind. So, erstmal kurz. Ja, wir haben auch schon wieder ziemlich viel Sand. Salz. Sand. Pushen wir erstmal die Heiltränke noch eins auf, dass die drei Haupt, also drei heilen, drei Herzen. Okay, gehen wir erstmal ganz unten. Okay, interessanter Raum. Ich muss auch sagen, die Musik nervt nicht. Das ist schön gemacht. Ist schön lauschig. Okay, hier geht's nicht lang. Aufstieg der Leidenschaft. Okay. Hier kommen wir nicht rein. Okay, gehen wir mal da lang. Salz drin. Oh, interessant. Oh, okay, ich verstehe. Hier drin ist sonst nichts, ja. Langt ja auch, was drin war. Ah, ne, so viel Reichweite habe ich nicht. Ah, okay, interessant. Schon wieder da. Oh. Echt jetzt? Das war jetzt toll. Blöden Sandviecher, ey. Das war voll notwendig eben jetzt, die zwei, drei Treffer. Okay, hier kann man die Blumen ausschalten. Dass sie nicht nerven, dann von der anderen Seite. Mehr ist hier auf der Seite aber nicht. Ups. So, gucken wir mal, was hier drin ist. Ach so, da geht's nur zurück. Ah, unten ist das andere Tor, okay.
eine Truhe. Das ist auch schön. Truhen nehme ich doch immer. Ah, da ist irgendwas. Ah, da ist nochmal Energieaufladen drin. Auch nicht schlecht. Also die Energie, die brauchen wir für die Raketen, die ich gerade benutzt habe. Also um die Mauer zu killen. Man sieht das oben, dieses grüne Symbol. Da haben wir schon ein anderes Projektil gekriegt. Das ist eine Fähigkeit sozusagen. Und das Game ist halt auch wirklich ein Metroidvania. Ist halt nur nicht ganz so ein Stunny-Ding halt. Schon allein von der Bewegung her. Okay, da unten geht's nicht lang. Da war dieser Ring. Irgendwie habe ich ja fast das Gefühl, dass diese Mäuler mit den Zähnen, dass das Teleporttore sind. So kommt es mir irgendwie ein bisschen vor. Ja, das Movement ist auch nicht ganz so einfach. Also man muss ein bisschen mit dem Kopf dabei bleiben. Das ist nicht einfach nur geradeaus laufen, weil man sich eben nur auf diesen weißen Dingern da bewegen kann. Man kann nicht daneben springen, da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Man muss nicht so genau zielen, das muss man nicht. Aber man muss eben so springen, dass man danach halt noch was machen kann und ohne in die Gegner reinzuspringen auch. Okay, ich glaube, ich werde diesen Kreis, ich werde mal was testen. Und dieses komische Maul mit den Zähnen dran, irgendwie glaube ich, dass das Teleporttore sind. Ach shit, das war falsch. War ja eben schon richtig. So, das habe ich nur gemacht, damit ich einmal voll bin. Wenn man das mal raus hat mit dem Springen und so, da kann man sich auch sehr, sehr schnell bewegen. Also das Movement, das ist eigentlich ein Eldorado für Speedrunner. Zwar schwer wie Sau, aber wenn man das mal... Ah, oh, das war knapp. Ich habe mir schon gedacht, der hat mich getroffen. Okay, das Ding, das dreht sich halt nur in zwei Richtungen. Nämlich genau dieses Maul hier. Tut das weh, oder? Ja, das tut mir weh. Okay. Ich habe gedacht, das wären Teleporttore, weil die wirken ein bisschen so. Da unten ist noch ein anderer Weg. Weil hier finde ich gerade irgendwie keinen Gang weiter. Dann müssen wir mal da unten gucken. Mal zurück. Ich werde euch auch gleich mal in die Pause schicken für kurz. Können wir uns was zu trinken holen. Toilette und so. Dann geht's weiter mit Dandara. Ich habe demnächst auch noch ein Game, das ist ähnlich wie das hier. Ist aber auch, also ist aber bekannter, ist wesentlich bekannter als Dandara. Okay. Uff. Ah, shit, zu weit vorgesprungen. Boah, und da trifft er mich auch noch. Ei, ei, ei. Oh, wäre
wenn sie einmal haben, ist es nicht mehr so witzig hier. Hammerhart teilweise. Ich wollte jetzt eigentlich nicht gekillt werden auf dem Weg zurück. Zumindest nicht, wenn es nicht sein muss. Das müsste da unten sein. Boah, shit. Den habe ich eben. Boah. Sogar heilen dauert nochmal einen kurzen Moment. Muss man echt vorsichtig sein. Gar nicht richtig. Okay, gerade bin ich ein bisschen verwirrt. Ah ja, hier. Der richtige Weg. So, dann links ist es. Ich weiß gar nicht, ob ich da rein will. Gut, dann machen wir erstmal kurz Pause. Holt euch was zu trinken, was zu knabbern. Geht auf Toilette und so. Sehen uns dann auf jeden Fall gleich wieder. Mach euch gerade wieder Daily Dose auf Internet an. Kurze Zeit. So, Playlist. Da. Hello everyone, this is your Daily Dose of Stop. Internet. Here's a sharp. Nicht so laut. Eieiei, dass der einem immer so ins Ohr brüllen muss am Anfang hier. So. Hello everyone. Ja, ich meine, ich sitze ja noch da. Ich kommentiere ja ein bisschen, weil ich rauche in der Zeit kurz eine und dann geht's ja weiter. So. Everyone, this is your Daily Dose of Internet. An elderly man fell out of a window, and a firefighter was able to grab him and safely bring him back inside. Yo. Was macht der da auch am Fenster? Frag mich, wieso der sich da aus dem Fenster gewickelt hat hier. Okay. Excuse me. What is your opinion on the current state of the pandemic? Thank you. Oh, no, what? Hold on. Wow, Tauben sind böse. The good news is that the pigeon wasn't hurt. This person was skydiving and had a difficult Richtige time finding the board Tauben, to deploy ey. Their parachute. The diving instructor rushed over and pulled the chute for them. Luigi, man stellte sich nicht gegen die Familie. Dann treten sie einfach darunter. Okay. This person took a picture of their face every day for 2 years and captured how their acne formed and healed over that time. Boah. Oh, das sieht teilweise aus wie Verbrennung. This cat enjoys getting a good massage. Ja gut, manche Katzen mögen das einfach. Es regt halt die Durchblutung an auch. Jetzt langt's. Jetzt will er auch mal.
Mit Krallen ist es dann eine Massage mit folgender Akupunktur. Ich weiß nicht, diese Jetpacks, die es da gibt irgendwie. Was designed to keep food fresher for longer by removing all the available air. As a result, you can do some fun tricks with this container. Ja, klar, gut. Ja, Marshmallows, die gehen auch zusammen. This person was pulled over by the police for speeding, and the officer was interested in the color of his car. Sure, man. What would you call this color? It's called Satin Psychedelic. Satin Psychedelic. I hope you learned something new, and I'll see you guys again very, very soon. Later. Hello, everyone. This is your Daily Dose of Internet. These guys found a baby moose that was stuck in the water, so they stopped to help out. Oh. Ja, aber da muss man warten, bis das Elterntier weggeht. Die sind sonst echt zu krass. Weil so ein Elch ist gefährlich. Die sind nicht ohne. Weil die wissen, dass sie die Kings im Wald sind. Okay. This person made a movie on their fingernail that took 6 months to make. Okay. Na dann. Show us, show us. Put it in the water. In Tja. Yeah. Oh my god! Es ist ein Tintenfisch. These people caught a little squid, but was retaliated by getting inked. Alles ist eine Katze. This teacher wanted to make online school more engaging, so she set up her classes in a similar way to a streamer. And let us see if we have our wonderful students here. Is KBL here? Oh, I see you in the chat. Thank you for coming. Okay. We are now at 20 out of 30 of our attendance goal. I'll be teaching you music theory today. I hope you guys were taking your notes because we are now going to do a quiz. Okay. This guy figured out a hack to make it seem like your camera is broken so you don't have to join the class. Okay. Ja, ich kannte die jetzt nicht. Okay, interessant. Kann man so machen. You okay? This bike has an interesting way of locking itself up. Ja, geil. Das nenne ich mal Design. Das ist nicht schlecht. Das ist gut gemacht. Holy cow. The driver was unharmed, but the trailer on this truck was completely destroyed. Ja, sieht man. Die Fracht dürfte auch Schrott sein. Okay. That's the end of this video. I really hope you enjoyed. Das sieht so komisch aus. Very, very soon. Der Pelikan, ey. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. Ja, Schwarmverhalten ist immer noch krass. Und egal ob in der Luft oder unter Wasser, es sieht irgendwie immer gleich aus. Und das ist immer noch eine große Kunst. Also wenn man da so Jetpiloten, wenn die so eine Formation fliegen sollten, keine Chance. Es gibt nur einen dicken Knall. This YouTuber made the most expensive carbonated water ever. He took diamonds and burned them until they created carbon dioxide.
He then took that carbon dioxide and created carbonated water. At over $1,000 for this bottle, though, not even counting labor, I still wasn't sure if it was actually worth all the work and money. Not done. Tastes, exactly like soda water. Ja, warum soll das auch anders schmecken? This person ran into the same car twice within a few minutes. Oh. Und noch mal rein, yeah. NASA ja, Ita, macht nämlich, macht... This is the first time that video. Ach ja, da ist ein, Binärcode auf dem Fallschirm drauf, das habe ich schon mal gesehen, der ist auch auf dem Dings drauf. Der ist auch irgendwo auf dem Rover nochmal drauf. Ja, weil es macht keinen Unterschied. Es gibt auch Männer, die total scheiße fahren. Und Frauen, die verdammt gut fahren. Man sagt eigentlich auch so, die besten Fahrer tatsächlich sind Frauen. Es gibt solche mobilen Förderfahrzeuge, so ganz große. Die werden hauptsächlich von Frauen gefahren, weil die da irgendwie ein besseres räumliches Denken da an den Tag legen. Ja, so rasen wir auch durch den Weltraum. Durch die Milchstraße, das kriegen wir bloß nicht mit. If you take a sweet potato and put it in water, it will start to grow. Ja. Eine Süßkartoffel, es geht mit einer normalen Kartoffel auch. Beziehungsweise unsere Kartoffeln, die sind inzwischen unsere Speisekartoffeln, die sind genetisch so verändert, die muss man kaum ins Wasser hängen, das geht auch einfach so. That's the end of this video. I really hope you enjoyed. Geil, die Katze bockt das. Later. Hello everyone, this is your daily dose of internet. One of the engines on this plane suddenly exploded on a trip to Hawaii. Albtraum. Albtraum. Richtiger Albtraum. Vor allen Dingen, die Maschine hat nur zwei Triebwerke, so wie es aussieht. Aber im Moment scheint es noch zu funktionieren. The plane was still able to safely make an emergency landing. Ja, das Problem bei so einem Triebwerkbrand ist, dass der Sprit, okay, der Sprit ist in den Tragflächen drin. Oh, yo, oh, wäre mir schlecht danach. Boah. Okay, das sieht krass aus. This guy dressed up as a mannequin to see if anyone would notice. Hey, should I lay in the middle like it fell over? Ja, erstmal fällt es keinem auf. Yo. Oh. This cat sounds exactly sehr like windig. A squeaky toy. Okay, die klingt echt, als hätte die so eine Quietscheente verschluckt. Okay. Was macht der Hund da? Warum läuft der so? Sieht aber auch witzig aus. There's a website that compares the vision of humans to the vision of animals. Here's what dog vision looks like. Hunde sehen anders, ja. Hunde sehen bestimmte Farben nicht. This is what a gecko can see at night. Snails just can't see very well at all. Ja, die sehen schlecht, aber es gibt auch Tiere giant wie einige. Can see color and movement, but they really have no idea what they're looking at. Oh yo. Einige Kauze und auch Eulen, die können tatsächlich Ammoniak fluoreszieren sehen. Okay. Dude.
Richtiger, ey. Was war denn das jetzt, Blick? Okay. Garfield presst sich durch das Ding durch, ja. Holy Autismus Maximus. Yo, ey. Hammerhart. Wie lange hat das denn gedauert? Oh, geht auch gleich weiter? Oh, das ist cool. Das nenne ich mal ein Abendrot hier. That's the end of this video. Hopefully I made your day just a little better. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Gut, ich stoppe hier. Dann geht's jetzt weiter. So. Schluck trinken hatte ich allerdings noch. So. So. Dann gehen wir mal da rein. Und zwar behagt mir der Eingang nicht so, aber mal gucken. Hauptstadt der Absicht. Okay. Okay. Erstmal da oben lang. Okay, das sind da so viele Türen da unten auch, oder was? Das ist auch eine Tür. Die Musik hat sich auf jeden Fall stark verändert. Nee, die Dinger lassen sich nicht drehen, okay. Das Bild sieht irgendwie flashy aus, was da zu sehen war. Auf der rechten Seite. So. Okay. Ah, da wird ein Schalter gebraucht. Oh Mann, die Stelle da rechts, die sieht irgendwie ungut aus. Ah, oh, okay, ich kann einseitig durch. Ich habe mich nämlich eben schon gewundert, warum die Dinger nur auf einer Seite Stacheln haben. Cecilia, Einsamkeit. Musik erinnert so ein bisschen, also an manchen Stellen erinnert die mich stark an Secret of Mana. Okay, was ist das? Boah, okay. Uff. Yo! Langsam. Oh, jetzt muss ich mich erstmal heilen. Hammerhart. Da war ich eben nicht drauf vorbereitet, dass da so eine Stelle kommt. Ich auf jeden Fall ein bisschen beeilen. Egal was da schießt. Oh shit. Ah, hier gab es kein Platz zum Hinspringen. Das Ding, ey, ist ja echt mies. Aber das war auch hart. Das war jetzt halt mal flott da hinkommen, bloß nicht so lange trödeln. Ach, das Bild kann man gar nicht angucken. Okay, das ist die Seite, wo wir vorhin auf der anderen... Also wir waren vorhin auf der anderen Seite. Okay, was ist das? Armschienen. Investiere Energie in Glaube und Geduld. Gefahren ziehen schadlos vorüber. Okay. Das wird mit dem linken Thumb gemacht. Ach, okay, da bin ich kurz unbesiegbar anscheinend. Okay.
verteidigen. Ja. Interessant. Bringt mir nur gerade wenig. Ach, das ist die Stelle, wo vorhin die Kreissäge haben runterkommen sehen. Oh Mist, wie soll denn das funktionieren? Ach, verteidigen. Ich hab geschlafen mit offenen Augen, ey. Ach, jetzt sind wir wieder hier vorne. Muss wieder da rein. Ich mein, weit waren wir ja noch nicht. Jetzt habe ich echt gepennt, ey, krass. Das hier lang. Original geschlafen eben. Ach, kommen wir da überhaupt durch? Nee, ach, das war doof. Okay, falsche Richtung. Müssen von hier lang. Da war ja jetzt das mit dem Ding, was schießt. Ich habe auch überlegt, ich werde die Tage mal was installieren und dann können wir uns mal Pokémon Unite angucken, weil das ist am 8. Oktober ist das für Android rausgekommen und das wollte ich mir auch mal angucken, das Game, weil ich besitze ja keine Switch, werde auch keine kaufen. Ich finde die Konsole nicht so toll, dass ich dafür Geld ausgeben würde. Aua, boah. Jetzt war ich zu nah an den Stacheln dran. Okay, jetzt sind wir hier eine Abkürzung frei. Schatztruhe. Salz. Da war ziemlich viel drin. 975, das war schon ein bisschen was. Okay, dann haben wir das hier schon mal. Und haben diesen Verteidigen-Skill. Ach genau, hier ging es ja nicht weiter. Weder auf der einen noch anderen Seite. Ja, ich werde mal gucken, wie das, wie es am PC läuft. Weil ich muss es ja über einen Emulator spielen. Über Android-Emulator. Sollte aber kein Ding sein. Ich habe schon geguckt. Also funktionieren tut es wohl. Da muss ich mal gucken. Will mal reingucken. Will mal reingucken, wie das Game ist. Weil an für sich sieht es ja ganz witzig aus. Ich bin ja MOBAs auch nicht abgeneigt. Pokémon an für sich auch nicht. Ich finde nur die Pokémon-Games nicht mehr so gut, die da rauskommen. Die sind, ich weiß auch nicht. Nintendo könnte wenigstens mal zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade einbauen. Weil ich wäre immer noch dafür, dass es entweder weniger Pokémon Center gibt oder das Pokémon Center entsprechend dem Level von den Pokémons Geld kostet. Dass man das nicht alles so geschenkt bekommt. Okay, da unten ist jetzt noch ein Weg. Weil hier kamen wir ja nicht weiter. Ach, da unten war ich, da bin ich dann zurückgegangen, stimmt. Da oben ist irgendwie noch ein Weg. Testen, ob man da hinkommt.
Genau, da sind diese Türen, durch die man nicht durchkommt. Irgendwie lassen die sich nicht bewegen. Okay, also oben lang kommen wir nicht. Mal hier lang probieren. Ja, ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, wie gut bestimmte Pokémons da drin sind. Ita, das weißt ja, ich habe das Game bisher noch nicht gespielt. Ich habe jetzt auch eine Weile niemandem mehr zugeguckt, der es spielt. Weil ich habe gemerkt, der Hype ist im Endeffekt auf Twitch auch schon um. Es gibt nicht mehr so viele Leute, die das spielen. Und ich muss es erstmal testen, bevor ich was Genaueres dazu sagen kann. Okay, wir haben auf jeden Fall dieses Ding jetzt. Hier geht's nicht weiter. Ich glaube, ich muss jetzt doch wieder hier rein. Irgendwie muss es ja da weitergehen. Oder da unten. Oh, da unten will ich gar nicht lang. Aber ich habe jetzt eigentlich dieses Verteidigen-Ding. Dass ich ein bisschen was machen kann. Okay, kostet 2000. Oh, das war hier. Oder meinst du jetzt speziell einen Nuzlocke-Run? Also irgendwie gibt es da ja einen Run dafür. Ihr könnt mich mal hier komischen Blasen. Das sind echt nervtötende Viecher. Wow, okay, das Ding schießt. Boah, es gibt keine Pause-Funktion. Zumindest nicht bei der Karte. Da unten ist nur so ein... Ah, Mist, jetzt habe ich doch die Blase erwischt. Ach, und die nächste. Ja, genau. Dann muss es in die Box oder freigelassen werden. Oh shit, den Schuss habe ich nicht gesehen. Ja, das stimmt schon. Es ist halt nur... Warum ist so ein Mode nicht einfach drin in Pokémon? Okay, man kommt hier lang. Ich hoffe jetzt auch, dass das Vieh aufhört, auf mich zu schießen. Ah, okay. Okay. Interessanter Gegner. Uff. Lage entdeckt, ja. Aber ich muss von hier nicht rein. Gucken, wie ich da außen rumkomme. Okay, das geht so nicht. Also komme ich da nicht rüber. Ja, das stimmt schon. Ja, die... Bei den Randomizern, ja, da könnte Nintendo eigentlich auch wirklich einen eigenen Randomizer einfach einfügen. Ein Zelda mit Seeds, warum nicht? Ach, shit. Aber das haben viele Firmen noch nicht so erkannt. Oh nein, jetzt habe ich mich echt killen lassen. Jetzt habe ich schon eine Fähigkeit, mit der ich abwehren kann. Ich vergesse sie zu triggern. Okay, wir sind da hinten rechts.
Okay, wir kommen dann da oben hinten. Ah, okay, gut, ja. Gehen wir nochmal da lang. Ja, ich weiß halt auch nicht, warum Nintendo sowas nicht macht. Ich meine, solche Trends hat ja bisher nicht nur Nintendo verschlafen. Ist bei Mega Man ja das gleiche. Da finde ich ganz gut, dass sich Entwickler hingesetzt haben, haben dieses 20XX gemacht. Das ist ja praktisch auch eigentlich nur ein Mega Man als Roguelike-Game. Ja, das stimmt, ja. Ja, es gibt so ein paar Studios, die haben diese neuen Trends noch nicht so richtig verstanden. Oder wollen die nicht umsetzen, was weiß ich warum. Manchmal sind sie auch eigen, weil sie dann zugeben müssen, dass es nicht ihre Idee war. Oh shit, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Boah, macht das einen Schaden. Hammerhart, dieser Laser, der macht ja echt ein Damage, ist ja Wahnsinn. Die Jungs sind aber nervig mit ihren Schüssen. Sie so einmal die Richtung wechseln, das ist ganz schön übel. Ah, shit, ich wollte in die andere Richtung springen. Ach, shit, ich war ja voll. Obwohl ich getroffen wurde? Okay, interessant. Ach, shit. Uff. Okay, eben habe ich mich eigentlich gesehen, dass ich getroffen werde. Das ist nur die Frage, wieso kann ich hier hoch? Habe ich davon? Ah, da ist ein Türchen. Okay, das sieht fast nach... Ah, ne, doch nicht. Ich dachte eben für eine Sekunde, das könnte ein Boss sein. Oh, echt jetzt? Die auch noch hier, oder was? Junge, du stirbst zuerst. Du bist mir viel zu unangenehm. Mit euren komischen Dreiecken da. Uff. Okay. Okay, da ist nur das. Okay, gehen wir erstmal da rein. Oh yo, was ist das denn für ein Raum? Aber ihr schießt keine drei Schüsse, der Dude, oder? Okay, der schießt sogar gerade noch gar nicht. Den oberen, den kriege ich vielleicht gekillt, wenn ich das wollte. Ah ne, der schießt nur einen Schuss, dann ist okay. Oh. Boah, die zwei Jungs da, die sind richtig nervtötend da an der Stelle. Hä, wie soll man? Ach so, jetzt verstehe ich. Kopf über. Aber von den Dingern habe ich voll viel. Ich habe jetzt noch keine benutzt.
Und eigentlich zieht diese Energie von dem Unbesiegbarkeit ab. Ich könnte das schon öfter benutzen. Wenn ich merke, dass ich getroffen werde und kann dagegen nichts machen. Okay, das ist jetzt die obere Seite. Ah, da komme ich aber trotzdem nicht durch. Okay. Da waren wir ja schon. Ach, ich will doch gar nicht da rein. Ich wollte da springen hier, nicht da wieder rein. Was war das jetzt? Okay, eben hat sich auf einmal das Game minimiert. Ich habe keine Ahnung wieso, warum, weshalb, aber es hat sich auf einmal minimiert. Eventuell hängt es irgendwie mit dem Epic Launcher zusammen. Okay. Interessant. Ja, da oben ist ja auch noch eine Tür. Differentialpfad, genau. Boah, die Jungs, die sind nervig mit ihren Dreiecken. Oh, shit. Boah, yo. Boah, ich kann mich nicht... Boah, ich komme hier gerade nicht raus. Ach, ich hab das Ding, das war ungünstig gerade. Ich hab das Ding zu weit weggelassen, da kam ich jetzt nicht mehr zurück. Oh, okay, die Stelle war fies. Eieieiei, gerade wird's aber auch haarig. Also die Stellen, die sind recht übel. Das ist ziemlich schwer. Oh, okay, da komme ich... Ah, da komme ich auf die andere... Oh, ich muss da oben lang. Ja, aber die Stelle ist hart. Also die ist schon hart, muss ich echt sagen. Da kommt man mal eben nicht so locker durch. Salzbad, genau. Oh, shit. Nein. Uiuiui. Uff. Nein, aha. Boah, das ist aber auch, manche Stellen sind recht krass. Dass man die Kanonen dann nicht fetzen kann hier, die nerven voll. Echt schwierig. Also da unten ist wirklich krass. Dadurch, dass die eine mit der Gatling schießt, die andere mit dem Laser. Na. Uff. Dann da schwere Wunden, ja, weggelasert hat er mich.
Uiuiui. Genau da wollte ich eigentlich lang. Oh. Da unten geht's noch nicht lang. Halt echt Mist, von der Seite, da komme ich noch nicht dran. Wäre wenigstens mal ein Safe Point drin. Oh shit, da ist er. Oh. Ich hab gedacht, ich mache jetzt einfach den Flitzer und fetz da durch, aber das hat nicht so gut geklappt. Oh shit. Ach, ich krieg das mit dem unbesiegbar. Manchmal vergesse ich das, dass ich das habe einfach. Oh shit. Ah. Ach shit, das gibt's doch gar nicht. Die Jungs machen mir wirklich zu schaffen. Es schwer ist, einen Winkel zu finden, bei dem man nicht getroffen wird. Ups, ich glaube, ich bin falsch. Ja, das war falsch. Boah, die Pfeile, die sind nervig. Die sind richtig nervtötend, sind die. Oh, vor allen Dingen, die Schüsse sind nicht alle gleich schnell. Die einen sind so schnell, andere ein bisschen langsamer. Shit, daneben geschossen. Ach, und jetzt drücke ich noch den falschen Knopf. Ey, ich glaub's ja nicht. Boah, kein Heal mehr und fast down. Hammerhart, ey. Man kriegt diese Fritzen auch leider nicht gekillt, weil die so dumm platziert sind. Alter, geht dieses Ding auch mal kaputt? Da wäre nämlich eine Sache weniger, die auf mich schießt. Aber ich treffe das Ding auch nicht ganz.
jetzt erstmal nichts hier raus. Boah. Okay, da ist irgendwas. Logikblitz. Lebende Energie, die sich schnell bewegt und mit geometrischer Präzision gespiegelt wird. Ach, okay, interessant. Ist das statt den Raketen? Ah, okay. Ich will aber gar nicht mit denen kämpfen. Macht nämlich gar nicht so viel Sinn, der Raum hat nur das. Genau, Gemini Laser. Das war es eher wie ein Kugelblitz. Ach Mann! Das ist manchmal so dumm mit den Türen, wenn man zu schnell A drückt, dann geht's da halt gleich wieder rein. Kann man die damit bewegen? Nee. Okay, jetzt haben wir diesen Schuss. Allerdings macht der es jetzt auch nicht gerade besser. Weil die Dinger, die funktionieren ja nicht. Oder die funktionieren irgendwie auf eine Art und Weise, wie ich es noch nicht rausgefunden habe. Nee. Ach shit, jetzt mich voll in den reingejumpt. Aber gut, wir haben dieses Item. Da hinten ist ein Weg, aber da ist die Frage, ob man da schon hinkommt. Sieht eher aus, als würde es nicht gehen. Eventuell doch nochmal hier rein. Obwohl ich da auch keinen Weg sehe. Naja, gut. Gehen wir nochmal in die Wüste, die ist oben, gell? Ja. Die Gegner, die gehen ja alle noch. Da wird es zwar auch manchmal knapp, aber nicht so krass halt. Okay. Richtiger Weg. Schwupp. Das Gestrüpp hier wegmachen, damit man hier durchkommt. Ach, mehr Gestrüpp.
So. Oben geht's nicht lang. Was sind hier diese Sandgeister? Die sind voll nervig. Weil hier kommt man wenigstens auch an den Checkpoint ran. Ich gehe daher auch mal eher von aus, dass es hier eigentlich weitergeht. Da unten ist dieser komische Raum. Oben lang. Oh shit. Nicht aufgepasst. Und dann kommt plötzlich so einer. Alles klar, Eta. Danke trotzdem fürs Reinschauen. Wir machen auch nicht mehr allzu lange. Aber morgen muss ich leider ein bisschen früher aus dem Bett raus. So, geht's weiter. Aber ein Momentchen machen wir auf jeden Fall noch. Komme ich hier unten durch, da dran? Dieser Raum. Dürften jetzt auch nicht mehr so viele Schüsse kommen, weil wir haben ja die Pflanzen gekillt. Ich meine, hier war so eine Strebe drin. Ne, da kommt man nicht durch. Zumindest nicht von dieser Seite. Ach so, das hatten wir schon. Okay, also hier ist ein Tor, da geht es auf keinen Fall weiter. Mm-hmm.
Okay, der prallt nur dreimal ab. Ach, jetzt habe ich kein Dings mehr. Mir bringt's auch gar nichts, die zu killen. Ach, da kommen wir ja nur hier rein. Das bringt uns nichts. Daneben war noch was Glänzendes. Ich habe gerade noch im Augenwinkel gesehen. Ach, das hatten wir schon, okay. Da hatte ich, glaube ich, eben auch schon nachgeguckt. Ja, ach so, das. Das ist die undurchdringliche Wand. Die wahrscheinlich mit den Totenschädeln da irgendwie aktiviert wird. Ist nur eine Frage, wie und wann. Kommen wir auch noch nicht weiter. Okay, was war da oben rechts? Ach, wieder ganz nach oben. Hier sind auch diese Schädel auf dem Boden. Irgendwas hat es damit noch auf sich. Das ist auch so eine Tür. Ach, und der Schalter ist da unten. Und da ist auch wieder irgendwas mit diesen... Ups. Mit den Schädeln. Durch, egal wie. Ja, das war das Ursprüngliche, wie man hier rankommen muss. Das war der lange Weg sozusagen. Da unten ist auch noch eine Tür. Na ja, gut, dann müssen wir doch einmal kurz so lang. Okay, warum taucht dieser Sandgeist nicht auf? Das finde ich irgendwie gerade ein bisschen verwunderlich. Oh, jetzt auf einmal. Okay. Oh. Ach shit, das gibt's doch gar nicht. Ich bin echt voll erwischt.
Okay, ich glaube, hier war ich noch nicht. Also entweder habe ich nicht getroffen. Ne, es geht nicht kaputt, okay. Der wirkt ein bisschen geheimnisvoll. S für Spannung und Schöpfung, okay. Die Dinger schon wieder. Mann, die gehen ja. S für Salz, genau. Salz für die Welt. Oh, wenn man lagert, ist gut. Bandit zu langsam. Was ist auf der anderen Seite? Ah, okay, ein Schalter hinter einer Wand. Was bist du? Der Schreiber. Oh, habt ihr einen Weg hineingefunden? Welche Erleichterung mir dieser neue Anblick bringt. Vor langer Zeit hätte man hier ein gut ausgestattetes Archiv meiner Werke vor sich gehabt, in der alten Zeit. Bei nicht einer Seele zeigen meine Schriften noch Wirkung. Mein Werk zerbricht, mein Werk zerfällt. Alles nur noch Sand. Eine Wüste. Sämtliche Hoffnung haben wir fahren lassen. Bitte lasst mich allein. Okay, interessant. Shit. Richtig dummes Timing manchmal. Oh, ey, ich schlafe aber auch manchmal mit offenen Augen. Ey, das ist Wahnsinn. Oh, das Timing schon wieder. Das gibt's doch nicht. So, das ist wirklich schwer manchmal. Ey, das gibt's doch nicht. Okay. Boah. Okay, beim ersten Mal mit Vorwarnung, beim zweiten Mal zuschnappen ohne. Ich hab gedacht, der warnt mich nochmal vor. Hat er aber wohl nicht gemacht. Okay, jetzt ist es down, das Ding. Diese Pflanze. Okay, jetzt sind diese Schädel wahrscheinlich aktivierbar. Stein der Erinnerung. Ein Stein von den uralten Pfaden. Die Rückerinnerung an die alten Zeiten werden durch seine bloße Anwesenheit aktiviert und in Resonanz versetzt. Okay.
Ah. Ja, cool gemacht. Okay. Okay, wenn ich in der Nähe bin, aktivieren die sich. Okay. Der Turm. So. Ja, er möchte ja in Ruhe gelassen werden. Okay. Also die machen nicht nur freundliche Sachen, diese Schädel. Muss man vorsichtig sein. Ich nehme erstmal noch ein Herzchen. Das ist hart. Ja, okay, die zermatschen uns wirklich. Muss man echt aufpassen. Also schon mal merken, die Schädel können helfen, aber sie müssen nicht. Ach shit. Ach, das gibt's doch gerade nicht. Nur schnell da durch. Ach, okay. Ich habe mich vorhin die ganze Zeit schon gewundert, warum da diese Becken drunter sind. Ich habe das dann halt für Hintergrund abgestempelt einfach. So als Hintergrundgrafik. War ich da schon drin? Nee. Ja, da war ich doch schon drin. Ah, jetzt bewegt sich das auch, ja. Okay. Macht Sinn, macht Sinn. Gute Frage, wo komme ich denn da jetzt raus? Ach ja, okay, das ist gut. Bin ich dabei. Ja, genau. Okay, interessant. Ach, okay, da kommen wir von der anderen Seite jetzt hin. Ach shit, so weit nach hinten. Ey, das geht's doch gerade nicht. Das dumme Viecher, ey. Oh Mann, da sind so viele Schüsse auf dem Screen dann. Boah, wie die nerven. Die ungestellten Fragen. Ach, okay, das ist sogar dieser Raum hier. Oh, shit. Hä, was hat der Schalter jetzt gebracht? Ach so, der holt das Ding nur hier rüber. Falls nicht da ist, sonst käme man da ja gar nicht lang. Okay, zwei Augen. Was ist das denn? Gedächtnisschaft.
ruft aus der vergessenen Vergangenheit einen gefährlichen Strahl herbei, der neue Pfade erhellen kann. Okay. Okay. Ah. Oh toll, der tut mir selbst weh, oder was? Interessant. Geil. Das ist eine Waffe, die mich selbst killen kann. Super. Oh, okay, die Dinger bewegen sich sofort. Okay, jetzt könnte man da oben lang. Toll, jetzt kommt man da nicht mehr durch, oder was? Okay. Okay, so funktioniert das wohl nicht. Okay, es kann da durchschießen, aber nicht das kaputt machen. Das ist interessant. Wie komme ich denn da außen vorbei? Uff, da ganz hinten außen rum. Oh. Okay, das haben die ja richtig spaßig gemacht. Ich komplett hinten dran vorbei. Ach genau, in der Mitte hätte ich schon durchgekommen. Okay. Uff. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Boah. Huhu. Richtiger Stress. Hm. Na gut, gehen wir hier oben lang. Ach ja, okay. Muss ich nur hier rein. Oh oh. Ach, wie toll. Da freut man sich ja richtig, ein neues Item gekriegt zu haben. Brauchst zwar, um weiterzukommen, aber ungefährlich ist es nicht. Das dachte ich mir, dass man da ja jetzt lang kommt. Deswegen wollte ich da ja auch unbedingt hin. Was haben wir hier? Ah, oben drüber, die Tür geht auf.
Wow. Puh. Ach, zu langsam, ey, echt. Boah, ey. Boah, das war knapp. Toll, haut er noch weiter ab. Ach, da ist ja so ein Ding. Ein Oberhalb. Oh shit. Uff. Boah, ey. So, jetzt fängt das Spiel auf jeden Fall übelst an zu ziehen. Was geht denn hier? Okay, das hat was von der Uhr. Was haben wir da? Ah, eine Essenz des Salzes, das ist schön. An sich ist der Raum cool gemacht. Die Idee ist nice. Das sieht halt echt aus wie eine Uhr oder sowas. Okay, da hinten waren wir drin. Dieser Schädel drin, der irgendwie Fluch und Segen zugleich ist. Ah, da hinten kommen wir jetzt auch durch. Weil hier sind wir eigentlich komplett drinne gewesen, bis auf den halbierten Raum da. Flagge gehisst. Na, ja, geh mal oben lang. Ich hoffe zumindest, dass das geht. Oh shit, war zu spät gesehen, das Ding. Ach, das geht's. Wenn's mich mal erwischt, dann immer gleich richtig. Das war richtig, oder? Ja. Flagge ist gehisst, haben wir Geld? Ah, zu wenig Salz. Also Salz, kein Geld. Ach, das gibt's noch nicht. Weil hier unten müssten wir jetzt langkommen. Da war, glaube ich, auch so eine Stelle einfach nur wegen mit den Schädeln. Weswegen wir da nicht lang gekommen sind. Jo.
Okay. Sehr, sehr großer Raum. Da ist ein Schalter. Ui, okay, wir müssen wohl ein paar Schalter finden. Oh, da ist ja noch einer. Ich habe nur den einen Sandgeist gesehen. Oh, das gibt's doch nicht. Was mach ich denn? Na, da. Und auf der anderen Seite noch. Dann sind sie alle offen. Okay, das war wohl ein Schalter für was anderes. Ach, come on. Gut, ich denke mal, der andere Schalter ist da unten, wo das aufgegangen ist eben. Offen. Kisten killen. Oh nein. Okay, diesmal ist es wohl nicht so ein großer Fluch. Ja, das ging. Das hat mir mehr geholfen, als das mir geschadet hat. So, da ist der komische Raum. Mal sehen, was Gutes drin ist. Ach, nochmal eine Essenz des Lebens. Also des Salzes, ja. Das läuft doch. 7 Stück. Da kann man sich schon ein bisschen mit aufpumpen. Hier auch alles, weil da kommen wir eh nicht weiter. Hier gibt's kein. Oh, du dummer Sandgeist. Die sollen mich nur mal nicht so ärgern, sonst enden sie demnächst als Katzenstreu hier. Blöde Sandgeister da. So. Sind wir hier auch durch? So. Ich werde dann jetzt mal im Lager safen. Dann suche ich uns mal jemanden Nettes zum Raiden raus. Aber ich bin für heute dann auch fertig. Und wie gesagt, ich muss ein bisschen früher ins Bett heute. So. Dann speichern wir hier ab. Ich danke euch auf jeden Fall allen fürs Zuschauen. Und ich gucke jetzt mal, wen wir raiden können. Wisst ihr was? Ich schicke euch zum guten Fisch. Der spielt gerade Dead Cells. Das ist ja wenigstens einigermaßen ähnlich. Und dann, wie gesagt, ich danke euch, dass ihr da wart und schaut doch mal beim Fisch vorbei. Der spielt, wie gesagt, gerade Dead Cells und sagt mal nett Hallo. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen, grusamen Dienstag und eine gute Nacht nachher. Bye, bye.